So, im Licht stehen bleiben, hier, okay, es wird schwierig, aber dass ich stehen bleibe die ganze Zeit. Ich habe vergessen zu sagen, ich bin Italiener und ich habe ein bisschen Temperament, auch beim Predigen. Wie geht es euch? Also nicht so gut. Wie geht es euch? Cool. Genau, also, ich muss kurz hier noch was machen, dann bin ich direkt bei euch. Vorstellung habe ich mich schon, im Licht stehen, okay. Ich würde kurz beten und dann starten wir direkt, okay? Wenn es für euch okay ist, lasst uns die Augen schließen, kurz beten. Vater, ich danke dir für alles, was du tust, Vater, für alles, was du heute Abend vorhast, Gott. Ich danke dir, Gott, dass du ein guter Gott bist und wir wollen dran glauben, dass du ein guter Gott bist, Vater, dass du uns in jeder Situation einfach beistehst, Vater. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Abend hier präsent ist, Vater. Und ich danke dir, Gott, dass du unter uns bist, Vater, und uns unsere Herzen berühren willst, Vater. Ich danke dir, leite du alles, Vater. Und ich danke dir für offene Herzen, Gott. Ich danke dir, dass wir jetzt alles, was wir heute erlebt haben, hinter uns lassen können und uns einfach darauf fokussieren können, was du heute Abend zu sagen hast, Gott. Und ich danke dir dafür. Und wir beten alle im Namen Jesus. Amen. Amen. So. Hallo Passion. Seid ihr eigentlich froh, hier zu sein? Seid ihr eigentlich dankbar, hier zu sein? Also nur 20 Leute von, keine Ahnung. Seid ihr froh, hier zu sein, Leute? Ah, da ist es. Ich bin fest überzeugt, dass Gott heute was Großes vorhat. Wer ist überzeugt, dass Gott was Großes vorhat heute Abend? Okay, das reicht schon. Das reicht schon. Warum? Weil mit jeder Erwartung, die wir vor Gott kommen, hat Gott schon drauf gewartet. Jede Erwartung, die wir Gott bringen, hat Gott schon drauf gewartet. Und deswegen, wenn du heute Abend mit einer Erwartung gekommen bist, voller Erwartungen bist, dann wird Gott es auch tun. Glaubst du dran? Du bist mein Mann. Okay, also, wir testen mal was. Gott ist gut. Okay, ich sag Gott ist gut und ihr sagt richtig laut Amen, okay? Okay? Gott ist gut. Amen. Gott ist gut. Amen. Gott ist gut. Amen. Und deswegen sind wir heute Abend hier. Genau deswegen sind wir heute Abend hier. Um einen guten Gott zu feiern, um einen guten Gott anzubeten. Amen? Okay, immer wenn ihr was Cooles hört, einfach laut schreien Amen, okay? Egal was. Gut, ich starte direkt. Ja, Amen, ja, cool, danke. Okay, ich habe euch heute eine Bibelstelle mitgenommen. Meine Festplatte. Keine Geheimnisse. Amen. Egal, wir machen trotzdem weiter. Okay. Okay. Ich fange trotzdem an. Wir lesen in Jona 1. In Jona 1. Ah, deswegen geht das nicht, oder was? Okay. Egal, ich fange an und dann gucken wir, was so passiert. Jona 1, Kapitel 1. Amen. Eines Tages empfing Jona, Amittais Sohn, eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Oh, denn ihre Bosheit schreit zum Himmel. Ich kann sie nicht länger mit ansehen. Jona machte sich auf den Weg, und jetzt hört es ganz genau zu, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Erstmal bis dahin. Jona kriegt einen Auftrag von Gott. Jona kriegt irgendwas von Gott. Und da steht geschrieben, dass Gott sich nicht aufmachte, um das zu erledigen, sondern er ging genau in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor Gott. Und kennt ihr solche Situationen?
Kennt ihr solche Situationen, wo ihr entscheiden müsst, mache ich das jetzt oder soll ich es lieber nicht? Wer kennt es? Ich kenne es. Hattet ihr mal in eurem Leben solche Situationen, wo ihr entscheiden müsstet, okay, tue ich das jetzt oder tue ich das lieber nicht? Egal wo, ob es Schule ist, ob das auf der Arbeit ist oder egal sonst irgendwo. Kennt ihr solche Situationen? Meistens kommt diese Situation auf, wenn man mit Freunden unter Freunden Wenn ich du wäre spielt. Kennt ihr das? Wenn ich du wäre? Also bei uns spielt man so ein Spiel, so ein dummes Spiel eigentlich. Wenn ich du wäre, würde ich einfach zur Kassiererin gehen und sagen, keine Ahnung, gib mir deine Handynummer oder irgendwie sowas. Also so richtig banale Sachen, okay? Das ist, wenn ich du wäre. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt aufstehen und einen Backflip machen. Kann das jemand? Okay. Also kennt ihr solche Situationen, wo jemand zu euch kommt oder ihr einfach an einer Situation kommt, wo ihr eine Entscheidung treffen müsst? Ob ich gehe oder nicht gehe, ob ich was tue oder nicht tue. Und wenn ich du wäre, würde ich erstmal anfangen, meinen Nachbar zu grüßen. Grüß mal deinen Nachbar, sag dir mal, hey, schön, dass du da bist. Umarm den mal, frag dir mal, wie es denn geht. Genau, sag schön, dass du da bist. Cool. Okay, das war für euch leicht. Aber Jona kam an einen Punkt, wo er entscheiden musste, was soll ich tun? Er bekam was von Gott persönlich. Er bekam was von Gott, was sehr wichtig ist. Er bekam eine persönliche Sache, die nur er tun konnte von Gott. Und er hat sich genau nicht dafür entschieden, das zu tun, was Gott von ihm möchte, sondern er fing an zu fliehen. Er fing an wegzurennen. Und wir lesen, dass Jona nicht gerade erfreut darauf reagierte. Dass er nicht anfing zu jubeln und zu schreien, jawohl, sondern er fing abzuhauen. Er fing davon wegzulaufen. Und das, für mich war das so, das hat mich zum Überlegen gebracht, weil oft sind wir auch so, oder? Oft kommen wir an solche Situationen, wo wir auch am besten weglaufen würden. Manchmal kommen wir an Situationen und Gott sagt uns was oder sonst irgendwas und wir fangen an, nicht zuzuhören, sondern einfach wegzulaufen. Gott gibt uns eine Richtung, aber wir entscheiden uns für die andere Richtung. Und ich dachte mir wirklich, irgendwoher kennt man diese Reaktion. Und wir ziehen uns zurück. Jona ziehte sich zurück. Er wollte fliehen. Er war nicht darauf fixiert, was er mit Gott tun konnte, sondern er war darauf fixiert, was schieflaufen könnte, was nicht so gut war, was seine Ängste waren. Seine Ängste, seine Sorgen waren größer als das, was Gott für ihn geplant hat. Vielleicht dachte er, ich bin nicht stark genug, ich bin nicht erfahren genug, ich kann nicht genug. Er hat nicht genug Potenzial, es umzusetzen. Er kann nicht genug reden dafür. Oder er dachte vielleicht, dass es nicht wichtig ist. Wie oft denken wir, dass Gott uns was gibt und wir denken, hey, das ist eigentlich gar nicht wichtig. Und wir tun es nicht. Oft sind unsere Ängste stärker als das, was Gott in uns hineingelegt hat. Oft sind unsere Ängste stärker als das, was Gott in uns hineingelegt hat. Aber lass nicht zu, dass Ängste deine Talenten und Gaben blockieren. Dass das nicht deine Gaben und Talenten stoppen. Gott sucht nicht perfekte Leute aus. Leute befähigt Leute. Gott befähigt Leute zu gehen. Er sucht nicht fähige Leute, die alles drauf haben, die richtig gut sind in irgendwas oder sonst irgendwas. Nein, nein, nein. Gott befähigt die Leute, damit sie dann gehen können und das vollbringen können, was Gott von ihnen möchte, was er erwartet. Gott sucht Leute, die erst durch Gott selbst in der Lage sind, die Dinge zu vollbringen. Amen? Und das kann der auch mit dir. Wir lesen, dass als Jona das hörte, was Gott von ihm möchte, fing er an wegzulaufen, wollte sich verstecken. Flieh vor Gott.
Er schaute eher auf die Dinge, die schieflaufen konnten, auf die Dinge, die ihm Angst machen, auf seine eigene Meinung. Anstatt auf die Dinge zu schauen, die er mit Gott schaffen kann. Hey, du hast einen großen Gott hinter dir. Glaubst du das? Du hast einen großen Gott hinter dir. Weil das, was Gott in dir hineingelegt hat, ist viel größer als das, was dir Angst machen will. Weil das, was Gott dir gegeben hat, ist viel intensiver, viel stärker als die Sachen, die dir Angst machen. Als die Dinge, die dich zurückhalten wollen. Be brave. Sei mutig. Weil Gott hat Sachen in dir hineingelegt, die viel größer sind als deine eigenen Ängsten. Als die Dinge, die dich stoppen wollen. Als die Dinge, die dir sagen, hey, du schaffst es nicht. Sei stark. Und sei mutig. Realisiere, wenn du im Mittelpunkt Gottes stehst. Die gleiche Gnade, die dir hilft, wieder aufzustehen, wenn du hinfällst, genau die Gnade ist, die dir hilft, nach vorne zu gehen. Genau diese Gnade ist, die dir hilft, einen Schritt weiter zu gehen. Du hast mehr zu geben, als du denkst. Das ist mein erster Punkt. Du hast mehr zu geben, als du denkst. Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst. Gott sah in Jona was er selber nicht sehen konnte. Gott sah in Jona etwas anderes, als was Jona gesehen hat. Jona hat die Angst gesehen, die Herausforderung gesehen. Aber Gott hat gesehen, dass er, wenn in seinen Namen geht, diese Stadt wieder zurückkehrt zu Gott. Und genau das sieht er bei dir auch. Gott hat dir alles gegeben. Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst, um zu überwinden. Um das zu tun, was er für dich vorbereitet hat. Gott hat alles gegeben, um dich frei zu machen. Um dich wirklich frei zu machen. Wisst ihr, in allen Geschichten der Bibel lesen wir große Könige, große Krieger, große Männer und Frauen Gottes, die konfrontiert waren mit ihren Ängsten. Die waren konfrontiert mit den Dingen, mit ihren Bedenken und mit ihren Zweifeln. Aber, sie taten eine Sache. Sie vertrauten auf einen Gott, der viel größer ist als ihre eigenen Ängste, als ihre eigenen Zweifeln. Amen. Sie vertrauten auf einen Gott, der viel stärker ist. Sie vertrauten auf einen Gott, der sagt, be brave. Der sagt zu dir, du bist mutig. Sei mutig und sei stark. Sie vertrauten auf einen Gott, der sagt, du hast mehr zu geben, als du denkst. Er ist nicht der Gott, der war. Er ist nicht der Gott, der erst sein wird. Sondern Gott ist der Gott, der war, der wird und der sein wird bis in die Ewigkeit, zur Ewigkeit, bis zur Ewigkeit und bis zur Ewigkeit. Versteht ihr? Das ist unser Gott. Er verändert sich nicht. Dieser Gott, der damals Leute mutig gemacht hat, ist der Gott, der heutzutage ebenfalls Leute mutig macht, zu gehen, zu kämpfen, das zu tun, was er gegeben hat. Er ist der Gott, der sagt, geh und ich werde mit dir gehen. Glaubst du das? Amen. Sei gesegnet, Schwester. Wie oft kommen wir an Situationen, wo wir lieber uns zurückziehen wollen? Oh nee, das ist zu heftig. Das ist zu stark. Das ist zu groß. Im Dienst oder in der Schule oder auf der Arbeit. Keine Ahnung. Und wir ziehen uns wieder zurück. Wir gehen einen Schritt und sagen, ah nee, lieber nicht. Aber normalerweise ist ein Gott hinter uns, der sagt, geh und ich werde mit dir gehen. Fang an zu laufen und ich fange an mit dir zu laufen. Fang an die Dinge umzusetzen und ich werde die Dinge mit dir umsetzen. Das ist unser Gott. Das ist der Gott, der sich nie verändern wird. Das ist dieser Gott, der Menschen immer wieder mutig macht. Das ist dieser Gott, der zu den Leuten sagt, du kannst alles, wenn du glaubst. Du kannst alles, wenn du glaubst. Du hast mehr zu geben, als du denkst. Weil mit dir ein Gott läuft, der alles erschaffen hat. Weil du hast einen Gott, der mit dir läuft, der für dich kämpft. Der sich nicht verändert hat, der gleich geblieben ist.
Du hast mehr zu geben, als du denkst. Und was Gott früher getan hat, das macht Gott immer noch. Und zwar Leute mutig zu machen, um ihren Umfeld zu verändern. Wisst ihr, Jesus verändert nicht dein Umfeld. Jesus verändert nicht dein Umfeld. Sondern Jesus verändert dich, damit du dann dein Umfeld verändern kannst durch ihn. Versteht ihr? Jesus verändert nicht dein Umfeld, sondern Jesus fängt dich an zu verändern, damit du dann dein Umfeld verändern kannst durch ihn. Warum? Weil du einen Gott hinter dir hast, der sagt zu dir, du gehst und ich bin bei dir. Du fängst an zu laufen und ich laufe mit dir. Du gehst und ich bin bei dir. Jetzt wäre ein Amen dran gewesen. In Jesus bist du mehr als Überwinder. In Jesus bist du mehr als Überwinder. Die zweite Folie. Amen. In Jesus bist du mehr als Überwinder. In Jesaja gibt es was Interessantes. Da fragt Gott, wen soll ich schicken? Wen soll ich schicken? Das hört Jesaja. Und Jesaja sagt, schick mich, schick mich, schick mich. Wir wissen auch, dass es eine Parallele zu Jesus ist. Aber ist egal, was jetzt das wirklich ist. Wir lesen eine Haltung daraus. Wir lesen eine Motivation daraus. Wir lesen etwas, das man Haltung nennt. Schicke mich. Ich will gehen. Gott fragt Jona, geh, ich gebe dir was. Was für eine Haltung hatte Jona? Er fing an wegzulaufen. Jesus war mutig genug zu gehen, auch wenn er wusste, was auf ihn zukommt. Er war entschlossen. Er war bereit, er war stark, er war mutig genug, die Herausforderung anzunehmen. Schicke mich her. Schicke mich, Gott. Wieso? Weil er wusste, dass egal was er durchmacht, Gott mit ihm ist. Egal was für eine Herausforderung ansteht, egal was für eine schwierige Situation aufkommt, er wusste, dass Gott bei ihm ist. Und wenn Gott mit ihm ist, wer wird gegen ihn sein? Wenn Gott mit dir ist, wer wird gegen dich sein? Wenn dieser Gott hinter dir steht, wer kann gegen dich sein? Amen. Gott macht dich mutig. Gott macht uns mutig. Warum? Weil wir nicht einen Geist der Furcht bekommen haben, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Be brave. Sei mutig. Sei mutig. Gott macht dich mutig. Durch den er geschickt hat, und zwar Jesus Christus, macht er dich mutig. Bist du mehr als Überwinder. Durch Jesus Christus bist du mehr als Sieger. Durch Jesus Christus kannst du diese Kraft bekommen, stark zu sein, mutig zu sein. Jesus macht alles neu. Wisst ihr, in der Bibel steht geschrieben, dass Jesus alles neu macht. Die alte Schöpfung ist Vergangenheit. Vergangenheit, die existiert nicht mehr. Du wurdest neu gemacht. Das, was du vor Jahren gemacht hast, das ist nicht mehr da. Das, was du gestern gemacht hast, das ist nicht mehr da. Sondern Jesus hat alles neu gemacht. Durch Jesus Christus hast du Potenzial, das zu tun, was Gott von dir möchte. Durch Jesus Christus hast du die Kraft, das zu tun, was Gott von dir möchte. Und indem er dich frei macht von deiner Vergangenheit, bereitet er dich vor auf die Zukunft. Indem er dich frei macht von deiner Vergangenheit, bereitet er dich auf die Zukunft vor. Dein jetziger Ist-Zustand ist nicht dein Status quo. Dein jetziger Ist-Zustand mit deinen Ängsten oder sonst irgendwas, was du in dir trägst, ist nicht das, was für immer bleiben wird. Ist nicht das, was deine Normalperson ist. Nein, 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 weil du neu gemacht worden bist. Wurdest, weil du durch Jesus Christus neu gemacht bist. Glaubst du das? Bist du mutig? Durch diesen Jesus kannst du mutig sein, weil durch Jesus Christus wird alles neu gemacht. Das bedeutet, dass Jesus Leben mein Leben wird. Okay? Ab jetzt wird seine Liebe meine Liebe, seine Freude meine Freude, seine Weisheit meine Weisheit, seine Geduld meine Geduld. Seine Freundlichkeit, meine Freundlichkeit. Seine Kraft wird meine Kraft. Seine Überwindung
wird meine Überwindung. Sein Vater wird mein Vater. Amen. Sein Vater wird mein Vater. Und wenn Gott zu dir sagt, geh und ich will mit dir sein, wer wird dagegen dich sein? Wer wird sagen, nein, das wirst du nicht schaffen? Glaube ich nicht. Egal, was für ein Wenn ich du wäre, kommt, sagst du, I'm brave. Ich bin mutig. Ich bin stark. Warum? Weil ich durch Jesus Christus freigesetzt worden bin, das zu tun, was Gott von mir möchte. Das Evangelium ist viel mehr als nur ein Endstadium. Das Evangelium ist ein Startschuss für das, was Gott für dich vorbereitet hat. Alessio, komm mal her kurz. Wisst ihr, wenn wir Jesus Christus annehmen, und wenn wir mit Jesus Christus laufen und durch Jesus Christus die Kraft bekommen, was Gott von uns möchte, ist Gott immer bei uns. Und wir können laufen und Gott läuft mit uns. Okay? Stell dich mal vor mir. Wenn ich so einen Schritt sage, machst du dann auch einen Schritt, okay? Und wenn ich anfange zu laufen und ich Schritt mache, macht er mit mir einen Schritt. Und wenn es so weitergeht, Schritt, macht er noch einen Schritt mit mir. Wenn ich zur Seite trete, nach rechts, dann kommt er mit mir nach rechts, nach links, dann kommt er mit mir nach links. Weil Gott macht uns durch Jesus Christus frei, das zu tun, was Gott von uns möchte. Gott hat es möglich gemacht, durch Jesus Christus, dass du mit ihm laufen kannst, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Versteht ihr? Gott sieht dich nicht mehr als Durch Jesus Christus sieht dich nicht mehr Gott als denjenigen, der immer was Falsches macht, der immer nicht es schafft, Sachen auf die Reihe zu bekommen oder der schlecht ist oder der nicht hübsch ist oder sonst irgendwas, sondern Gott sieht dich durch Jesus Christus schon vollendet vor ihm. Versteht ihr? Warum? Weil wir mit Jesus Christus gestorben sind. Durch Jesus Christus wird alles neu. Danke, Mann. Er hat es möglich gemacht, dass die gleiche Gnade, die dich errettet, diese Gnade ist, die dir hilft, nach vorne zu gehen. Gott hat es möglich gemacht, dass die gleiche Gnade ist, die dir hilft, wieder aufzustehen, wenn du nicht mehr weiter weißt. Wenn du in eine Situation kommst, wo du nicht mehr weiter weißt. Genau die gleiche Gnade ist, die dir hilft, nach vorne zu gehen. Die dir hilft, mutig zu sein. Die dir hilft, die Dinge in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich gehe. Weil wenn mein Gott mit mir ist, wer wird gegen mich sein? Be brave. Sag mal zu deinem Nachbar, ich bin mutig. Sag mal zu deinem Nachbar, ich bin mutig. Aha, so viel seid, also so mutig seid ihr. Sag mal zu deinem Nachbar, hey, ich bin mutig. Jona erkannte es nicht und lief weg. Jona fing an wegzulaufen. Er erkannte nicht diese Gnade Gottes. Er versuchte sich zu verstecken. Er gab Geld aus, um auf ein Schiff zu gehen. Er realisierte nicht, dass diese Gnade ist, die ihn hilft, wieder aufzustehen. Diese Gnade ist, auch nach vorne zu gehen. Und da musste Gott ihm wieder zeigen, was für ein großer Gott er ist. Ganz schnell. Ihr kennt alle diese Geschichte, oder? Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Und dann zum Schluss. Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort legte sich der Sturm. Die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihm Schlachtopfer dar und lagen Gelübde ab. Jona erkannte nicht den wundervollen Plan Gottes, was er vorbereitet hat für Jona. Was tust du? Eine Frage. Was tust du? Durch das Evangelium wirst du freigesetzt, im Mittelpunkt des Willen Gottes zu stehen. Und Gott fängt dich dadurch zu ändern und dich für das vorzubereiten, was er mit dir vorhat.
Das Evangelium ist ein Startschuss. Das Evangelium, durch das Evangelium wirst du freigesetzt. Be brave. Sei mutig. Auch wenn du in diesen Momenten bist, wo du sagst, hey, nein, eigentlich habe ich gar keine Lust drauf. Eigentlich bin ich an meine Grenzen gekommen. Eigentlich weiß ich nicht mehr weiter. Be brave. Erinnere dich dran, realisiere, was für einen Gott du hast. Be brave. Mach dir bewusst, was Gott für dich getan hat. Und denk dran, dass du ununterbrochen an einer Quelle angeschlossen bist, die nie austrocknen wird und die Jesus Christus heißt. Amen. Es ist Zeit, mutig zu sein. Ich finde das immer krass, diese Speisung der 5000. Da kommen die an einen Punkt, wo sie nicht mehr weiter wissen. Jesus, was sollen wir tun? Sollen wir Brot kaufen gehen? Was sollen wir tun? Lass uns einkaufen gehen. Schick die Leute nach Hause. Was sagt Jesus? Gebt ihr ihnen was zu essen? Gebt ihr ihnen was zu essen? Ich glaube, in dem Moment waren die Jünger so überfordert oder dachten, dass Jesus so am Spinnen ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, die kamen, die wussten nicht mehr, was, Jesus, was sagst du da? Wir sollen ihnen was zu essen geben, wie sollen wir das tun? Aber ich glaube und ich bin fest überzeugt, dass wenn Jesus spricht, dann verändern sich die Dinge. Ich weiß, wenn Jesus spricht und wenn Jesus sagt, Fische und Brot vermehrt euch, dann wird es getan. Wenn er sagt, dass ein Kranker geheilt wird, dann wird es geschehen. Wenn Jesus spricht, dann werden Leute wieder geheilt. Dann wird Furcht ausgetrieben. Wenn Jesus spricht, werden Dinge freigesetzt. Wenn Jesus spricht, wirst du mutig gemacht. Es ist Zeit, mutig zu sein. Das Worship-Team kann nach vorne kommen, wenn sie wollen. Es ist Zeit, mutig zu sein. Zum Schluss tat Jona das, was Gott von ihm wollte. Ganz zum Schluss tat Jona das, was er tun sollte, ganze Zeit. Er ging dahin und verkündigte das, was Gott ihm gesagt hatte. Und wir lesen, dass die ganze Stadt wieder zurückkam zu Gott. Die ganze Stadt war verzweifelt, tat Buße ohne Ende und kam wieder zu Gott. Eine Person führte eine Stadt zu Gott. Warum? Warum? Weil sie Ja sagte zu das, was Gott mit ihm tun möchte. Weil er Ja sagte zu das, was Gott mit ihm geplant hat. Weil er Ja sagte zu gehen. Versteht ihr? Gott macht dich mutig und schickt dich. Und wenn du dahin gehst, wo Gott dich hinschickt, dann wirst du Dinge erleben. Dann wirst du neue Sachen erleben in deinem Leben, die du noch nie erlebt hast. Du hast mehr zu geben, als du denkst. Er tat das nicht mit seinen eigenen Kräften. Ihr könnt anfangen zu spielen, wenn ihr wollt. Ja? Fühlt euch frei. Sie wussten, was für ein Gott. Er wusste, was für ein Gott hinter ihnen stand. Okay? Er ging nicht mit seiner Kraft, er ging nicht mit seiner Weisheit, sondern er ging im Auftrag Gottes. Und weil er da ging, wurde er gebraucht auf eine unglaubliche Art und Weise. Paulus, Petrus, Johannes, die ganzen Aposteln und so weiter. Kirchengeschichte und. Alles Leute, die anfingen, im Mittelpunkt Gottes zu stehen. Und sie fingen an, mutig zu sein. Sie fingen an, Ja zu sagen zu das, was Gott vorhatte. Sie fingen an, Ja zu sagen und zu sagen, ich bin mutig genug zu gehen. Alles Leute, die sagen, das Evangelium hat mich freigesetzt, das zu tun, was Gott von mir möchte. Weißt du es auch? Oft, und egal ob du gläubig bist oder nicht gläubig bist, kommen wir in Situationen, wo wir nicht weiter wissen. Kommen wir an Situationen, wo wir nicht mehr weiter wissen. Kommen wir in unsere Grenzen, egal wo es ist. Ob es Familie ist, ob es in der Gemeinde ist, ob es in der Kirche ist oder sonst irgendwo.
Aber wenn wir uns erinnern, was für ein Gott hinter uns steht, wenn wir ganz genau wissen, was für ein Gott uns freigesetzt hat, dann können wir bewusst sein, dann können wir gewiss sein, dass wir in jeder Situation mutig sein können und nach vorne gehen können. Weil wir wissen, dass diese Gnade, die uns befreit hat, diese Gnade ist, die du uns hilft, nach vorne zu gehen. Wir wissen, dass wir alles in seiner Hände tun können. Wir wissen, dass wir alles abgeben können. Wir wissen, dass wir Gott an unsere Seite haben, der für uns kämpft. Und wenn wir uns ab und zu schwach fühlen oder nicht mutig sind, egal wo, ich bin in der Schule und da braucht jemand ein Wort oder ein Gebet oder ein, hey, Gott liebt dich, Mann. Gott liebt dich. Sehr cool. Und du denkst eigentlich, oh nee, eigentlich nicht. Wenn du auf Arbeit bist, ein Arbeitskollege, der macht dir seit Jahren schon eine Story und du siehst, boah, der braucht gerade, hey, Gott liebt dich. Aber du bist am Zittern und denkst, oh Mann, wie soll ich das tun? Eigentlich müsste ich das tun, aber ich will es nicht tun. Aber wenn ich dann das tue, was denkt er dann von mir? Aber wenn ich dann sage, was passiert, wenn er dann das macht? Und. Be brave. Sei mutig, das zu tun. Sei mutig zu sagen, hey, Gott liebt dich. Jesus ist für dich gestorben. Sag, fang an, die Dinge weiterzugeben, die Gott für dich getan hat. Deswegen sind wir hier. Deswegen bist du hier. Deswegen gehst du zur Kirche. Deswegen sagst du, ich bin Christ. Amen. Und ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unseren Herrn. Be brave. Be brave. Nichts wird dich trennen können. Und wenn es ein Gott liebt dich ist und du danach anfängst zu kollabieren, ist egal. Warum? Ich sag euch warum. Weil du nicht beweisen musst, sondern du schaust einfach, wie Gott sich bewegt. Du gibst nur das weiter, was Gott dir gibt. Rest macht Gott. Jona ist einfach hingegangen und hat die Sachen gesagt. Die Leute kamen zurück, weil Gott kam und sie überwältigt hat. Es ist Zeit, mutig zu sein. Be brave. Sei mutig. Sei mutig. Ich wiederhole es. Sei mutig. Sei mutig. Indem du mutig für Gott bist, werden Dinge passieren, werden Menschen berührt, werden Freunde ermutigt, kommen Leute zum Glauben. Können wir unsere Stadt retten? Können wir unsere Stadt begeistern für diesen Gott, den wir lieben? Können wir unsere Schule begeistern für diesen Gott, dem wir dienen? Amen. Be brave. Be brave. Egal in was für ein Prozess du bist, egal in was für eine Situation du bist, denk immer dran, dass nach dieser Zeit Gottes Herrlichkeit sich auf eine unglaublichen, übernatürlichen, keine Ahnung, unbeschreibliche Art beweisen wird. Weil Gott macht dich mutig. Gott verändert dich, um dich mutig zu machen. Gott verändert dich und bereitet dich vor. Ich komme zum Schluss und dann würde ich gerne mit euch beten. Jona tat zum Schluss, was Gott von ihm möchte. Er ging. Er hat es auf harte Weise irgendwie beigebracht bekommen, aber ist egal. Aber er tat es. Und jetzt die Frage, was tun wir? Was tun wir? Be brave. Nichts auf dieser Erde kann dich trennen von dieser Liebe. Was tun wir? Was tun wir? Lass uns mal aufstehen. Lass uns mal alle aufstehen.
Als ich die Predigt, als ich die Botschaft vorbereitet, hatte ich diesen Eindruck, dass Leute genau dieses Be Brave brauchen. Hatte ich diesen Eindruck, dass genau diese Leute, dass manche Leute genau das hören müssen. Sei mutig. Es ist Zeit, sich nicht mehr zu verstecken. Es ist nicht mehr Zeit, irgendwie was zu verneinen. Es ist nicht mehr die Zeit, zu sagen, hey, nee, das tue ich nicht. Sondern be brave. Be brave. Und das ist das Coole an unserem Gott. Gott zwingt uns nicht. Aber Gott beruft dich. Gott beruft dich. Amen. Und ich würde kurz, dass wir alle unsere Augen schließen, dass wir kurz beten. Was tust du? Antworte mal dir selbst. Bist du mutig genug, die Dinge in die Hand zu nehmen, die Gott dir gegeben hat? Bist du mutig genug, die Situation mit deinem Nachbar zu klären oder nicht? Bist du mutig genug, die Dinge wieder in die Hand zu nehmen? Willst du durch diesen Jesus deine Vergangenheit zurücklassen und nach vorne schauen? Und wieder auf die Dinge schauen, die Gott mit dir vorhat? Und hab keine Angst vor das, was Gott mit dir vorhat. Gott hat nur gute Gedanken über dich. Gedanken der Zukunft. Sei mutig. Sei mutig.